Ein paar Anweisungen, dann darf Matthias Schmidt aus Ötisheim in den Hochleistungsdoppelsitzer des Flugsportclubs Mühlacker steigen. Schmidt ist einer von 5 MT-Lesern, die einen Rundflug während des Flugplatzfests gewonnen haben. Durchgeführt von Julian Klemm, einem erfahrenen Piloten mit Meistertitel. Julian ist dieses Jahr deutscher Meister geworden in der Clubklasse, im Streckensegelflug. Und da sind wir natürlich ganz stolz im ganzen Verein. Und das ist sicherlich jetzt ein super Rundflugpilot. Nicht nur für die MT-Leser, die darauf warten, ihren gewonnenen Rundflug einzulösen, hat das 19. Flugplatzfest am Hangensteiner Hof bei Dürmenz einiges zu bieten. Bereits kurz nach der Eröffnung am Samstagmittag verfolgen zahlreiche Besucher vom Rande des Flugfelds aus das Geschehen. Mit rund 5000 Besuchern rechnen die Veranstalter während des zweitägigen Flugplatzfests. Neben den Rundflügen in modernen und historischen Maschinen können die Besucher beispielsweise beim Tandem-Fallschirmsprung aktiv die Faszination des freien Falls erleben oder sich durch die Flugvorführungen der Profis begeistern lassen. Die stellen in den verschiedensten Maschinen ihr Können unter Beweis. Das ist der DFS Habicht, ein Nachbau eines Flugzeugs aus den 30er Jahren, glaube ich, Ende 30er Jahren. Den hat der Dieter Kemmler aus Vaihingen selber gebaut in der Werkstatt von den Vaihinger Segelfliegern. Das ist einer von 3 flugfähigen Habichten, die es noch gibt auf der Welt. Sind alle 3 in Deutschland unterwegs und er wird hier auch heute Nachmittag Kunstflugvorführungen machen mit dem Flugzeug. Wieder im Landeanflug ist indessen MT-Leser Matthias Schmidt, der seinen Rundflug über Mühlacker und Umgebung in vollen Zügen genossen hat. Super, war richtig toll. Einen super Pilot erwischt. Also war alles klasse. Und war schön lang der Flug. Was haben Sie alles gesehen? Wir sind sogar über unser Haus geflogen in Ötisheim. Er hat mir so ziemlich alles gezeigt. Wir waren an Nifern und so. Wir waren über 1000 Meter hoch. Mit rund 80 Helfern sind fast alle Mitglieder des Flugsportclubs Mühlacker im Einsatz, damit 2 Tage Flugplatzfest am Hangensteiner Hof reibungslos über die Bühne gehen.